Hier ist School FM, euer Schulradio. Da ja dieses Jahr leider keine echten Faschingspartys stattfinden können, sind wir sehr froh, dass unser Schulradio Freistein FM eine Faschingssendung vorbereitet hat, die ihr euch jetzt gleich anhören könnt. Damit wollen wir ein bisschen Stimmung in diese Situation trotz Corona bringen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß damit. Ihr dürft feiern, Corona-konform, und am Dienstag natürlich auch die Sendung in der Schule anhören. Viel Spaß dabei und ein dreifach donnerndes Daubon Helau! School FM, euer Schulradio. Hey und herzlich willkommen bei Freistein FM, dem Radiosender eures Vertrauens. Ja, ihr habt richtig gehört. Freistein FM, euer Schulradio, ist wieder da. In den kommenden Sendungen werden wir euch immer wieder News über die Schule, tolle Musik und über andere Themen informieren. Wie ihr sicher wisst, ist heute Rosenmontag, aber
woher kommt eigentlich Fasnacht, wie es bei uns in Hesse heißt? Seit wann gibt es die Fasnacht eigentlich in Deutschland und wie ist sie entstanden? All das und vieles mehr werdet ihr in der heutigen Sendung auf unserem YouTube-Kanal erfahren. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit einem absoluten Party-Hit. Seid ihr gut bei Stimme? Hat er Lust zu singen mit uns? Mein Gott, ein Wetter, du. Solange wir noch am Leben sind, am Lachen, kriechen, tanzen, singen, solange wir noch am Leben sind. Unser lieber Schnucki an der Posaune! Ich brauch ein Händchen von euch. Komm, ein Händchen, du, ein Händchen. Komm. Solang man noch am Leben sind, am Lachen, Griechen, Tanzen sind, solang wir noch am Leben sind. Und die Kölnchen singen! Solange wir noch am Leben sind,
Der Wind ist kalt und rau und mir wisse ganz genau, eine letzte Fass ist leer und die Knochen, die sind schwer. Doch wenn wir zusammen singen, dann wird das überall gut klingen. Was soll uns schon passieren, solange wir Leben führen? Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka, Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka, Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Der Winter noch so lang, mag Löwe fester dran. Wir haben so viel durchgemacht, jetzt machen wir uns grad. Und steht die Welt in Flamme, wir stehen all zusammen. Ganz egal, woher wir kommen, jetzt haben wir uns gefunden. Vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka, Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Bitter und die Olga. Kaffee oder Wodka, Polka, 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 alles halb so schlimm, wenn wir zusammen sind. Hier ist School FM, euer Schulradio. Es gibt viele Ausdrücke für Fasnacht: Karneval, Fasching, Fasnet, Fastabend und viel mehr. Aber wie ist das Fest eigentlich entstanden? Nun ja, das Wort Karneval stammt aus dem lateinischen Wort Carnevale und bedeutet so viel wie Fleisch, leb wohl. Somit kann man sich denken, dass der Karneval oder Fasching die Fastenzeit einleitet. Im 12. Jahrhundert führten die Christen vor der 14-tägigen Fastenzeit eine sogenannte Zeit der Sinneslust und Völlerei ein. Man veranstaltete Rollenspiele, welche verdeutlichen sollten, wie stark der Mensch von seiner Lust gefangen ist. Alle die, die sich nicht von ihrer Lust während der Fastenzeit befreien konnten, bezeichnete man als Narren. Somit bezeichnete man auch die Zeit vor dem großen Fasten als närrische Zeit, in der man sich von seiner Lust steuern lassen durfte und den inneren Narren herauslassen konnte. Auch heute noch verwenden wir den Begriff der närrischen Zeit für die Zeit zwischen Heilige Drei Könige und Aschermittwoch, also der Zeit des Karnevals. Nach dem 30-jährigen Krieg wurde die närrische Zeit jedoch untersagt und war strengstens verboten. Aber im 18. Jahrhundert kam das närrische Treiben wieder hervor, und zwar in den Höfen von Kurfürsten. Dort trug man während dieser Zeit venezianische Karnevalsmasken und übernahm ein wenig das Karneval aus der italienischen Metropole Venedig, welches dort schon seit dem 11. Jahrhundert gefeiert wird.
Als Napoleon weite Teile des heutigen Deutschlands einnahm, verbot er das Maskentragen. Die Rheinländer fingen wenige Zeit später an, die närrische Zeit zu nutzen, um die Preußen sowie die französischen Besatzer zu verspotten. Der allererste Rosenmontagsumzug fand 1823 in Köln statt und war der Ursprung des Karnevals, wie wir ihn heute kennen, mit den schönen Umzügen, den Büttenreden und den vielen bunten Kostümen. Wie ihr sicher gemerkt habt, hat Fasching bzw. der Karneval oder die Fasnacht tiefreichende Wurzeln und eine äußerst interessante Geschichte. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit einem sehr bekannten und gern gespielten Hit zur Fasnacht. Die Hände zum Himmel. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Schön. Wir klatschen zusammen und keiner ist da. Wenn du heute nicht in der Stimmung bist, lass doch alles so sein, wie es ist. Wir wollen trinken, doch einen trinken, weil man die Sorgen dann vergisst. Fühlst du dich manchmal auch so allein? Glaub mir, das braucht denn gar nicht zu sein. Denn heute Abend gehen wir feiern, die ganze Welt ist ein. Tanzen, singen im Saal oder Zelt, nicht alleine, denn das wird keiner, uns gehört die ganze Welt. Und dann morgen wird heute gelacht, wir feiern weiter die ganze Nacht. Lasst uns heben, einmal schweben und dabei wird nur gelacht. Zusammen und keiner ist allein. Und dann die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Wir klatschen zusammen und hier ist School FM, euer Schulradio. Mit ner Partners geboren, dort in der Tech, haben wir uns geschworen, wir und unsere Wächt. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit. Weilet jede Augenblick nur einmal geht. Hey! Wir sind zum FC Köln und wir sind zum KIT. Wir trinken hier ein 6-Gold und wir fahren KVB.
Menschen wie du bist, bei uns ist immer ja Glas. Bei vielen genial auf deiner Fuß, war noch krass. Hey, da sind wir dabei, da ist prima. Viva Gloria, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Da sind wir dabei, da ist prima. Das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Wir leben hoch die Bojen, so schnell verjagt die Zing. LMAA, ihr Sojen, wir leben der Augenblick. Und der Augenblick, der ist genau. Da sind wir dabei. Die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Da sind wir dabei. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und jetzt young, mir, noch, Hus. Wir sind gleich und ich wünsche euch ein schönes Jahr. Tschüss, tschüss, tschüss. Ist School FM, euer Schulradio. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis von unserer SV. Unsere Hühner brauchen Namen. Nehmt an unserem Wettbewerb teil. Alles, was ihr machen müsst, schreibt eine E-Mail, macht einen Filmclip oder malt ein schönes Bild und schickt es an sv@schule-hünfelden.de. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021. Als Gewinn gibt es die Patenschaft für das Huhn und immer frische Eier. Schaut euch das YouTube-Video auf unserem Kanal an. Alle Informationen findet ihr in dem Video und in der Beschreibung. Die SV freut sich auf eure Einsendungen. Der Gewinner wird auf den Social-Media-Kanälen der Schule bekannt gegeben. School FM, euer Schulradio.
von Niki Lauda. Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Denn ich sehe hier kein Problem, die Mucke endlich aufzudrehen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Mama Lauda, Mama Lauda. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Mutter von Niki Lauda, Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Hier ist School FM, euer Schulradio. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Tja, das war's auch schon leider wieder mit unserer Rosenmontagssendung. Aber keine Angst. Hier auf unserem YouTube-Kanal folgen noch viele weitere Freistein FM-Sendungen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, freisteinfm-dauborn. Dort könnt ihr uns ein Feedback zu unserer Sendung geben oder an Abstimmungen und tollen Gewinnspielen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal, euer Len und das gesamte Freistein FM-Team. School FM, euer Schulradio. Habe Käse, Dosen Ravioli und das heißt es von Langnese. Mittlerweile hab ich sogar mehr als jeder Rewe. Quarantäne. Ich habe Nudeln, habe Reis und habe Käse, Dosen Ravioli und das heißt es von Langnese. Mittlerweile hab ich sogar mehr als jeder Rewe. Quarantäne. Ich war gestern kurz im Rewe, die Regale sind leer. Und der Kassierer an der Kasse schläft seit Tagen nicht mehr. Leute schlagen sich für Seife und Toilettenpapier. Nach der Begrüßung muss ich meine Hände desinfizieren. Denn überall sind Viren und sie breiten sich aus. Deshalb kaufe ich schnell noch ein und danach bleib ich zu Haus. Kauf vom restlichen Lohn auch noch Desinfektion. Und der Mundschutz ist heute meine Rettung in Not. Mein Zuhause wie ein Lager. Nichts im Kühlschrank, ja das war mal. Ja, macht doch alle nicht so Drama. Denn ihr habt doch sicher genug Essen für ein ganzes Jahr da. Ich habe Nudeln, habe Reis und habe Käse, Dosen Ravioli und das heißt es von Langnese. Mittlerweile hab ich sogar mehr als jeder Rewe. Quarantäne. Ich habe Nudeln, habe Reis und habe Käse, Dosen Ravioli und das heißt es von Langnese. Mittlerweile hab ich sogar mehr als jeder Rewe. Damals in meinem Party bis vier. Heute hab ich mich allein zu Hause verbarrikadiert. Meine besten Freunde waren schon seit Tagen nicht hier, weil sich jeder mittlerweile nur total isoliert. Alle haben Panik, meine Oma hat Angst. Leute kaufen einfach alles und das ohne Verstand. Kann den ganzen Tag gemütlich auf dem Sofa entspannen. Kenn alle Netflix-Episoden, dem Corona sei Dank. Mein Zuhause wie ein Lager. Nichts im Kühlschrank, ja das war mal. Ja, macht doch alle nicht so Drama. Denn ihr habt doch sicher genug Essen für ein ganzes Jahr da. Ich habe Nudeln, habe Reis und habe Käse, Dosen Ravioli und das heißt es von Langnese. Mittlerweile hab ich sogar mehr als jeder Rewe. Quarantäne. Ich habe Nudeln, habe Reis und habe Käse, Dosen Ravioli und das heißt es von Langnese. Mittlerweile hab ich sogar mehr als jeder Rewe. Ist School FM, euer Schulradio.